Herzlich willkommen, liebe Gäste. Mein Name ist Christian Hasewinkel von der EQS Group und ich begrüße Sie zu unserem Webinar Neues zum Hinweisgeberschutzgesetz, ein Blick auf den aktuellen Referentenentwurf. In der nächsten Stunde dreht sich alles um den nun vorliegenden Referentenentwurf für das deutsche Hinweisgeberschutzgesetz. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Inhalte des Entwurfs, die Auswirkungen auf Unternehmen und Handlungsempfehlungen für die Praxis. Wir, das sind heute unsere Referenten Florian Block und Dr. Thomas Sonnenberg. Beides Partner bei CMS Harsche Siegel. Florian Block berät Unternehmen im Bereich des Compliance Managements, insbesondere beim Auf- und Ausbau von Compliance-Systemen und bei der Einrichtung von Hinweisgebersystemen. Zudem ist er sehr erfahren bei der Aufarbeitung von Compliance-Verstößen, einschließlich interner Ermittlungen, Rückgewinnung von Vermögenswerten sowie der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen. Dr. Thomas Sonnenberg ist spezialisiert auf strategische Compliance und Corporate Governance. Er gilt als besonderer Kenner von internen Unternehmensstrukturen. Und ein weiterer Schwerpunkt von Dr. Thomas Sonnenberg ist die Beratung im Gesellschafts- und Aktienrecht sowie bei Mergers and Acquisitions und Private Equity Transaktionen. Nach circa 40 Minuten Präsentation stehen Ihnen im Anschluss unsere beiden Referenten und auch ich gerne noch Rückfragen zur Verfügung. Doch bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich Ihnen noch die wichtigsten Funktionen hier auf der ON24-Plattform erklären. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie einige Icons, mit denen Sie die wichtigsten Module ein- und ausblenden können. Wenn Sie Hilfe mit dem System benötigen, klicken Sie auf das Icon mit dem Fragezeichen und beschreiben kurz Ihr Problem. Mit dem Kamerasymbol blenden Sie das Streaming-Fenster ein- und aus. Alle Fenster lassen sich mit der Maus per Drag-and-Drop hin- und her schieben oder an die gewünschte Position ziehen bzw. vergrößern und verkleinern. Über die Sprechblase mit dem Fragezeichen können Sie jederzeit Ihre Frage einsenden. Wir werden diese am Ende in einer Q&A oder persönlich im Anschluss an das Webinar beantworten. Und nun, lieber Herr Block, lieber Herr Dr. Sonnenberg, übergebe ich an Sie und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und viele neue Erkenntnisse. Ja, lieber Hasewinkel, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, auch ein herzliches Willkommen von Florian Block und mir. Wir wollen hier jetzt keinen Murmeltiertag veranstalten und Sie langweilen mit Themen, die Sie schon längst gehört haben. Sie werden sich alle ja schon stark oder zumindest ansatzweise mit dem Thema Hinweisgebersysteme befasst haben. Und deswegen wollen wir uns hier auf die Neuigkeiten der letzten Monate konzentrieren, insbesondere eben auf den neuen Referentenentwurf. Was ist in den letzten Monaten geschehen? Fangen wir an mit dem Inkrafttreten der Umsetzungspflicht aus der EU-Hinweisgeberrichtlinie. Eigentlich hätten schon im Dezember 2021 sämtliche Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen müssen. Es gab einen Versuch, Ende 2020, Anfang 2021 unter der damaligen Großen Koalition. Die konnte sich aber nicht einigen, insbesondere über die Frage, ob auch Verstöße gegen nationales deutsches Recht Gegenstand der Umsetzung sein sollten. Dadurch kam es zu einer Blockade und praktisch bis zu einem Jahr später, als die Ampelkoalition ihren Koalitionsvertrag vorstellte, gab es in dem Thema in Deutschland keine große Bewegung mehr. Die Ampelkoalition hat sich auch dem Hinweisgeberschutz sehr deutlich verschrieben, hat dies auch als Ziel ausdrücklich in den Koalitionsvertrag aufgenommen und auch da schon angekündigt, dass der Schutz der Hinweisgeber auch bei Meldungen von Verstößen gegen deutsches Recht gegeben sein sollte. Gleichwohl tat sich auch da in den ersten Monaten der Regierungswerdung nicht so viel. Und der EU-Kommission ist dann im Januar dieses Jahres der Geduldsfaden gerissen, nachdem nur 6 Staaten ansatzweise eben schon Gesetzgebungen erlassen hatten, die aber noch nicht in Kraft getreten waren. Die Kommission hat deswegen praktisch gegen alle EU-Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und hat den Mitgliedstaaten eine Frist von 2 Monaten zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht gegeben. Die Ampelkoalition hat davon reagiert und hat im April 2022 dann einen Referentenentwurf vorgelegt.
Wie sieht es insgesamt aus in der EU? Grausam sieht es aus da im roten Bereich. Ungarn hat noch gar nicht gestartet. Es gibt 8 Länder hier im grünen Bereich, die zumindest schon Gesetze erlassen haben, die aber, wie gesagt, noch nicht in voller Kraft sind. Und die restlichen Länder im gelben Bereich haben leider bislang noch kein Umsetzungsgesetz erlassen. Und dazu gehört eben auch Deutschland. Was bringt der Referentenentwurf? Vielleicht als wichtigste Nachricht. Er bringt eine Bußgeldverpflichtung, eine Bebußung, wenn Hinweisgebersysteme pflichtwidrig nicht eingerichtet werden. Das war im alten Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums aus 2020 noch nicht der Fall. Da hatte man darauf vertraut, die Unternehmen würden schon deswegen Hinweisgebersysteme einrichten, weil sie gerne lieber interne Meldungen als externe sehen würden. Die Ampelkoalition sieht dies nicht so optimistisch und hebt die besondere Bedeutung der internen Meldung vor, wie sie auch eher durch die Richtlinie beigemessen wird. Deswegen wäre pflichtwidrig nach der Vorstellung der Ampelkoalition nicht hier ein Hinweisgebersystem einrichtet, wird allein deswegen schon mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 Euro rechnen müssen. Ja, dann übernehme ich ab hier. Vielen Dank, Thomas. Guten Morgen zusammen. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben in unserem Vortrag jetzt ein paar kleine Umfragen eingebaut, einfach zum einen, um das Ganze etwas aufzulockern, aber auch, um immer wieder ein Bild zu bekommen, wie eigentlich die Unternehmenslandschaft mit Blick auf Hinweisgebersysteme gerade aussieht. Sie können an dieser Umfrage teilnehmen, indem Sie auf der Folie, die Sie sehen, eine der Antworten anklicken und dann können wir nachher sehen, wie der Stand der Dinge ist. Die Frage, haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits ein Hinweisgebersystem, in welcher Form auch immer, installiert? Wir warten mal einen kleinen Moment ab, weil wir manchmal eine kleine Verzögerung hier im System haben. So, dann würden wir langsam zum Ende kommen und uns die Auswertung anschauen. Ja, 69,7, knapp 70% haben bereits ein Hinweisgebersystem installiert, 30% rund haben noch keines installiert. Das deckt sich auch so mit unserer Wahrnehmung, wenn wir mit unseren Mandanten sprechen, wenn wir uns umhören, dass es doch sehr viele Unternehmen gibt, die bereits etwas haben, häufig aber noch, ich sag mal, ein eher rudimentäres Hinweisgebersystem im Sinne einer E-Mail-Adresse oder einem Postkasten. Andere haben schon ein webbasiertes Hinweisgebersystem. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Das ist jedenfalls mal ein erster Einblick. Vielen Dank für die Teilnahme. Ja, dann steigen wir mal ein in die Einzelheiten des Referentenentwurfs. Zunächst mal zum sachlichen Anwendungsbereich. Das ist die Frage Meldung, welcher Verstöße ein Hinweisgeber eigentlich geschützt ist. Das Gesetz grenzt das Ganze ja ein, also sprich nicht jede noch so irrelevante Meldung schützt auch den Hinweisgeber, sondern ganz klar, es bedarf einer rechtswidrigen oder rechtsmissbräuchlichen Handlung oder Unterlassung, entweder gegen nationale Straf- oder bestimmte Bußgeldvorschriften oder gegen einen recht langen Katalog von Bundes- oder Landes- oder EU-Recht, unter anderem in den Bereichen Vergaberecht, Terrorismusfinanzierung, Produktsicherheit, Produkthaftung und viele andere. Der Unterschied oder die Neuigkeit im Vergleich zu den Vorgaben der Hinweisgeberrichtlinie der EU ist, dass nicht nur Verstöße gegen EU-Recht aufgenommen wurden in den sachlichen Anwendungsbereich,
sondern eben auch Verstöße gegen nationale Vorschriften. Das war auch schon der Ansatz, den im Grundsatz die Vorgängerregierung gewählt hatte. Und daran war dann aber auch der letzte Referentenentwurf aus dem Jahr 2020 gescheitert, weil sich die damalige Große Koalition nicht darauf verständigen konnte. Um es deutlich zu machen, was ist nicht geschützt, was fällt nicht unter den sachlichen Anwendungsbereich? Ich nenne es immer die Themen des in Anführungsstrichen allgemeinen Kummerkastens. Also beispielsweise Unzufriedenheit mit dem Job, Unzufriedenheit, weil man übergangen wurde bei einer Beförderungsrunde oder weil man seinen Chef nicht mag oder ähnliches. Das sind Themen, die grundsätzlich nicht in ein Hinweisgebersystem gehören und folgerichtig auch nicht dem Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes unterfallen sollen. Schauen wir uns an, wie das Hinweisgebersystem genau ausgestaltet werden soll, nach den Vorgaben der Hinweisgeberrichtlinie und auch jetzt des Referentenentwurfs. Die Grundvoraussetzungen sind übernommen aus der Hinweisgeberrichtlinie. Ganz klar, das weiß man, das hat man mittlerweile gehört. Juristische Personen mit mehr als 249 Mitarbeitern müssen ab Inkrafttreten des Gesetzes ein eigenes Hinweisgebersystem einrichten. Es gibt für kleinere Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern noch eine Übergangsregelung bis zum 17. Dezember 2023. Ab diesem Zeitpunkt sind dann auch diese Unternehmen verpflichtet, ein Hinweisgebersystem einzurichten. Was heißt das Hinweisgebersystem? Was brauchen wir da? Ein Hinweisgebersystem besteht immer aus einer Meldestelle und einer Untersuchungsstelle, sehr vereinfacht gesprochen. Die Meldestelle ist eine Einheit, eine Person im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens, aber vom Unternehmen beauftragt, die die Meldungen entgegennimmt, eine erste Sichtung durchführt, eine Plausibilisierung, ob es sich um eine substanzierte Meldung handelt, ob die Meldung, das Thema der Meldung überhaupt relevant ist. Es ist die Stelle, die Rückmeldung gibt an den Hinweisgeber und die dann etwaige weitere Maßnahmen veranlasst, indem die Meldung weitergegeben wird an die zuständige Untersuchungsstelle. Die Untersuchungsstelle ist im Prinzip die Stelle, die, soweit es nötig ist, die Meldung oder den Sachverhalt, der der Meldung zugrunde liegt, aufklärt und sonstige Folgemaßnahmen ergreift. Ganz wesentliches Prinzip der Hinweisgeberrichtlinie und des Referentenentwurfs ist, dass die Identität sowohl des Hinweisgebers als auch des Betroffenen vertraulich zu behandeln ist. Das heißt, das, was man früher oft gesehen hat in Unternehmen, wo es keine ausgeklügelten Hinweisgebersysteme gab, es kommt eine Meldung, eine E-Mail mit einer Meldung rein und diese E-Mail wird erstmal im Unternehmen weitergeleitet nach dem Motto, hier ist die Meldung von Herrn Meier, Müller, Schulze, wer ist denn dafür zuständig? Das ist etwas, was jetzt nach dem Referentenentwurf und der Richtlinie nicht mehr möglich sein soll. Welche Möglichkeiten hat der Hinweisgeber? Was kann er melden? Wie kann er melden? Der Gesetzentwurf unterscheidet zwischen einer internen und einer externen Meldestelle. Der Hinweisgeber soll ein freies Wahlrecht haben. Die interne Hinweisgeberstelle ist die Hinweisgeberstelle, die vom Unternehmen eingerichtet ist. Die kann tatsächlich entweder im Unternehmen selbst angesiedelt sein oder aber es kann ein externer sein, beispielsweise ein externer Ombudsmann, ein Rechtsanwalt, der im Namen und im Auftrag des Unternehmens Meldungen entgegennimmt. Daneben gibt es verschiedene externe Meldestellen. Das ist nicht zu verwechseln mit dem externen Ombudsmann, den ich eben meinte, sondern das sind staatliche Meldestellen, die von staatlicher Seite einzurichten sind. Da gibt es jetzt nach dem Referentenentwurf verschiedene Stellen, je nachdem, um welche Themen es geht. Die allgemeine Meldestelle ist oder soll beim Bundesamt für Justiz angesiedelt sein. Die Bundesländer können eigene Meldestellen einrichten für Angelegenheiten ihrer eigenen Verwaltung. Die BaFin hat eine Meldestelle einzurichten für Meldungen bezüglich Banken, Versicherungsinstitute, Wertpapierhandelsunternehmen und einige weitere. Und das Bundeskartellamt hat eine Meldestelle einzurichten für die Meldung von Kartellverstößen. Wichtig ist,
dass die Hinweisgeber im Unternehmen immer die freie Wahl haben müssen. Es ist also verboten, die Meldungen beispielsweise an die externe Meldestelle zu beschränken oder zu verhindern. Die Unternehmen sind auch verpflichtet, ihre Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit externer Meldungen gibt. Und deswegen liegt es natürlich im Interesse der Unternehmen, selbst positive Anreize zu schaffen dafür, dass die Meldung vorrangig intern, also bei der eigenen Meldestelle, abgegeben wird. Der Grund liegt, glaube ich, auf der Hand. Es dürfte immer im Interesse des Unternehmens sein, selbst zuerst von möglichen Verstößen etwas mitzubekommen, um dann aufklären zu können, als dass das Ganze bei einer Behörde landet und dann möglicherweise ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Welche Meldekanäle gibt es, also auf welchem Weg können, dürfen die Meldungen nach dem Referentenentwurf eingehen? Da gibt es die klassischen Wege wie die Angabe von E-Mail-Kontaktdaten, Postadresse. Es gibt die Möglichkeit, eine Telefonnummer zu schalten. Es gibt die Möglichkeit des persönlichen Kontakts. Und es gibt, das wird Sie nicht überraschen, deswegen sind wir heute hier beim EQS-Webinar, die Möglichkeit, ein webbasiertes Hinweisgebersystem einzurichten. Die rechtlichen Anforderungen sagen einfach, es müssen entweder schriftliche oder mündliche Meldungen entgegengenommen werden. Auf Wunsch des Hinweisgebers soll ein persönliches Zusammentreffen arrangiert werden. Die Meldungen sind nach Eingang zu dokumentieren. Und auch hier wieder die Vertraulichkeit der Meldung und die Identität des Hinweisgebers und der in der Meldung genannten Personen ist sicherzustellen. Wir kommen zu unserer zweiten Umfrage. Für diejenigen unter Ihnen, die bereits ein Hinweisgebersystem eingerichtet haben, welche Meldewege bieten Sie bislang an? Eine interne Meldestelle, eine Hotline, eine E-Mail-Adresse oder eine ausgelagerte Meldestelle, wie beispielsweise ein externer Ombudsmann oder IT-gestützte Meldesysteme? Sie können hier mehrere Antworten auswählen. Warte noch einen kleinen Moment, hier kommen immer noch Antworten rein. So, dann gehen wir mal zu den Antworten. Ich sehe gerade im Chat, dass offenbar technisch doch nur eine Antwort möglich war. Dann ist da möglicherweise etwas schiefgelaufen. Das tut mir leid. Wobei wir sind, ja. Schauen wir es uns mal an. 40% rund haben bislang eine normale interne Meldestelle mit Hotline oder E-Mail. 13% haben eine ausgelagerte Meldestelle, den Ombudsmann, und bereits knapp 46% haben ein IT-gestütztes Meldesystem. Gut, das bestätigt auch wiederum den Eindruck, den wir aus der Beratung haben. Ja, viele Unternehmen haben ein Hinweisgebersystem, häufig aber noch auf, ich sag mal, analogem oder klassischem Wege mit E-Mail oder Telefonhotline. Aber die Zahl der IT-gestützten Meldesysteme nimmt zu. Dann eine kurze Überleitung. Wie gesagt, wir sind heute hier im EQS-Webinar, deswegen ein kurzer Verweis darauf, dass es natürlich verschiedene Hinweisgebersysteme digitaler Art auf dem Markt gibt. Wir als Kanzlei CMS haben uns zu einer Kooperation mit EQS entschieden, weil wir von deren Systemen sehr überzeugt sind, weil wir überzeugt davon sind, dass mit den Features des Systems alle Anforderungen der Hinweisgeberrichtlinie und des Referentenentwurfs
sehr gut erfüllt werden können und es eine zeitgemäße State-of-the-Art-Möglichkeit ist, ein Hinweisgebersystem einzurichten und zu betreiben. Von Herrn Hasewinkel darf ich ausrichten, dass es im Anschluss auf Wunsch und bei Interesse gerne die Möglichkeit gibt, eine detaillierte Produktpräsentation vorgestellt zu bekommen. Ja, schauen wir weiter, wie die Meldestellen auszugestalten sind. Eine Frage, die sich an dieser Stelle bei der Einrichtung von Hinweisgebersystemen immer stellt, ist die Frage, muss ich denn den Betriebsrat beteiligen? Kurz zusammengefasst, das kommt wieder darauf an, wie Ihr Hinweisgebersystem ausgestaltet werden soll. Grundsätzlich bei der Frage, ob ein Hinweisgebersystem überhaupt eingerichtet werden soll, da braucht es nicht zwingend die Einschaltung des Betriebsrates. Bei der Frage, wie ein Hinweisgebersystem ausgestaltet werden soll, möglicherweise schon. Man sagt typischerweise, bei klassischen Telefonhotlines besteht keine Mitbestimmungspflicht des Betriebsrates, anders aber bei webbasierten Meldesystemen. Hier auf der Folie steht noch Meldesysteme, die beispielsweise IP-Adressen erfassen. Das System Integrity Line von EQS erfasst keine IP-Adressen. Nichtsdestotrotz besteht hier aus rechtlicher Sicht nach ganz überwiegender Ansicht der Juristen doch die Pflicht, den Betriebsrat einzuschalten, einfach deswegen, weil die Meldungen, die abgegeben werden können, nicht in jedem Fall und nicht zwingend anonym erfasst werden, sondern weil auch hier die Möglichkeit besteht, die Identität des Hinweisgebers zu erfassen, nämlich dann, wenn er sie selber offenlegt. Deswegen gehen wir Juristen davon aus, dass bei der Einführung von webbasierten Hinweisgebersystemen der Betriebsrat immer eingeschaltet werden soll. Thomas. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel im Umgang mit Meldungen. Vielleicht direkt vorab die ganz wesentliche Erkenntnis aus dem Referentenentwurf, auch der neue Referentenentwurf, verpflichtet die Unternehmen nicht zur Annahme anonymer Hinweise. Die Richtlinie hatte das ja ausdrücklich offen gelassen und bereits der Referentenentwurf der Großen Koalition hatte davon abgesehen, die Annahme von anonymen Meldungen verpflichtend zu machen. Da war das tragende Argument die Angst vor Denunziation. Das haben wir damals schon nicht verstanden, aus mehreren Gründen. Einmal, weil die bisherigen Erfahrungen dort, wo anonyme Hinweise auch angenommen wurden, diese Befürchtung nicht bestätigten. Aber vor allem auch deswegen, weil beispielsweise im Bereich der Finanzwirtschaft die BaFin ja verpflichtet ist, nach 4D Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz anonyme Hinweise entgegenzunehmen und auch die BaFin in ihren Berichten noch nie geltend gemacht hat. Hier sei es also im Wesentlichen zu denunziatorischen Hinweisen gekommen. Interessanterweise wiederholt der neue Referentenentwurf nicht diese Befürchtung des alten Referentenentwurfs. Die Angst vor Denunziation ist da ausdrücklich gestrichen worden. Die Ampelkoalition begründet den Verzicht im Referentenentwurf mehr damit, dass sie bislang jedenfalls dieses Thema an diesem Thema nicht rühren will. Ob sie das in Zukunft ändern wird, wird man sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema anonyme Hinweise auch mit Blick auf den von der Ampelkoalition ja eigentlich gewünschten gestärkten Hinweisgeberschutz noch einmal in den weiteren Beratungen des Referentenentwurfs Thema werden wird. Auch die Ampelkoalition gibt in ihrem Referentenentwurf ausdrücklich zu bedenken, dass die Möglichkeit anonymer Hinweise den Schutz des Hinweisgebers erheblich stärkt. Ja,
zu Meldestellen und Untersuchungsstellen als den beiden wesentlichen Elementen eines Hinweisgebersystems, hatte Florian Block ja schon eben ausgeführt. Was sind die zentralen Arbeitsprinzipien für Meldestelle und Untersuchungsstelle? Im Wesentlichen sind es Vertraulichkeit, Zugriffsbeschränkungen und die richtige Dokumentation. Was haben wir darunter zu verstehen? Vertraulichkeit betrifft das Thema Need to Know, also nur diejenigen Personen sollen von der Meldung und der nötigen Identität des Hinweisgebers erfahren dürfen, die wirklich mit der Untersuchung oder der Annahme der Meldung befasst sein sollen. Dazu reicht es nicht aus, einfach festzulegen, die Compliance-Abteilung ist zuständig oder die Personalabteilung ist zuständig und dann irrlichtert eine Meldung quasi innerhalb dieser Abteilung, sondern es ist erforderlich, dass von vornherein auch durch interne Richtlinien festgelegt wird, wer soll innerhalb des Unternehmens zuständig sein für die Annahme einer Meldung, wer vertritt diese zuständige Person, an wen wird gegebenenfalls eskaliert oder weitergeleitet, wer soll zur Untersuchung zuständig sein, wann sind Dritte, Berater, Forensiker mit hinzuzuziehen. Und das bedeutet auch für Sie, wenn Sie schon ein Hinweisgebersystem haben, dass Sie jedenfalls die Handhabung dieses Systems und den Prozess der Behandlung einer Meldung von vornherein in einer Richtlinie mit klaren Zuständigkeitszuordnungen festlegen müssen. Ganz wesentlich eben für die Vertraulichkeit auch die Festlegung, wer soll Zugriff haben auf die Meldung, wer soll Einsicht nehmen können in die Antwort, wer soll Einsicht nehmen können in den Untersuchungsfortschritt. All dies sollte vorher festgelegt werden und sollte dann eben auch durch elektronische Zugriffsbeschränkungen abgesichert werden. Und zum Dritten ganz wesentlich die Dokumentation. A, die Frage, wo soll die Dokumentation aufbewahrt werden? Auch da wiederum die Frage der Zugriffsbeschränkungen. Die Dokumentation sollte B, nicht nur die Meldung und Kommunikation mit dem Hinweisgeber umfassen, sondern eben auch dokumentieren, wie mit der Meldung umgegangen wurde, welche Beweggründe, Untersuchungen entscheidend waren für die Entscheidung, ob man einen Hinweis für richtig erhält, findet eine weitere Untersuchung anordnet, Folgemaßnahmen anordnet und so weiter, damit eben auch im Nachhinein die Beweggründe des Unternehmens dokumentiert und nachvollziehbar sind, warum sie in welchem Zeitraum mit einer Meldung umgegangen ist. Ganz wesentlich auch mit Blick auf die Abgabe von Meldungen, die Information der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Möglichkeit der Abgabe von Meldungen und natürlich auch verpflichtend schon aufgrund der Richtlinie die Schulung der Mitarbeiter der Meldestelle und der Untersuchungsstelle. Ja, danke Thomas. Damit kommen wir jetzt zu einem Thema, was gerade im vergangenen Jahr sehr intensiv diskutiert wurde aufgrund einer oder mehrerer Stellungnahmen der EU-Kommission, nämlich wie können Hinweisgebersysteme im Konzern oder in einer Unternehmensgruppe gestaltet werden. Dazu haben wir nochmal eine kleine Umfrage vorbereitet, richtet sich auch wieder an die Unternehmen, die bereits ein Hinweisgebersystem eingerichtet haben. Die Frage, wie sind die Meldewege in Ihrer Unternehmensgruppe organisiert? Zentral, also eine einheitliche zentrale Meldestelle, mehrere regionale Meldestellen für bestimmte definierte Regionen oder gibt es sogar eine Kombination aus beidem?
Warte noch einen kleinen Moment. Kommen noch Antworten rein. So, dann würde ich mal hier weitermachen. Auch diese Antwort überrascht mich nicht. Wir haben nur in 6% der Unternehmen, die jetzt hier ihre Stimme abgegeben haben, eine regionale Organisation. Wir haben in 67%, also der deutlichen Mehrzahl der Fälle, eine rein zentrale Organisation und in etwas mehr als einem Viertel der Unternehmen ist es eine Mischung aus regionaler und zentraler Meldestelle. Auch das ist etwas, was wir so in der Praxis regelmäßig sehen, dass es in den allermeisten Unternehmen, wo es bereits ein Hinweisgebersystem gibt, eine zentrale Organisation gibt. Schauen wir uns das Thema nochmal an. Es gibt, wie gesagt, verschiedene grundsätzliche Gestaltungsmöglichkeiten, war jetzt eben in der Frage auch schon angelegt. Eben die zentrale Organisation, sprich die Meldestelle und die Untersuchungsstelle, sind in einer Einheit üblicherweise bei der Konzernmutter angesiedelt, weil dort das Know-how und die entsprechenden personellen Kapazitäten vorhanden sind. Es gibt noch die regionale Variante, sprich einzelne Konzerngesellschaften betreiben für eine bestimmte Region, beispielsweise Asien, beispielsweise Mitteleuropa, Südeuropa, wie auch immer man die Region definiert, ein eigenes Hinweisgebersystem. Oder aber es gibt, das ist eher selten der Fall momentan, die lokale Organisation, sprich jede Konzerngesellschaft betreibt ihr eigenes System. Wo ist das Problem des Ganzen jetzt? Das Problem ergibt sich aus der Hinweisgeberrichtlinie und einiger Stellungnahmen der EU-Kommission aus dem letzten Sommer. Zum Hintergrund, es gab Anfragen verschiedener Unternehmen und Interessenverbände, wie denn die Hinweisgeberrichtlinie zu verstehen sei und wie Hinweisgebersysteme im Konzern aufgesetzt werden könnten. Und darauf hat die EU-Kommission in mehreren Stellungnahmen sehr zum Entsetzen der fragenden Unternehmen geantwortet, dass die Hinweisgeberrichtlinie da sehr klar sei und dass jede juristische Person, also sprich jedes einzelne Unternehmen, was die kritische Größenschwelle überschreitet, ein eigenes Hinweisgebersystem einrichten müsse. Sie haben auch klar gesagt, dass lediglich ein zentrales Hinweisgebersystem im Konzern, was für alle Konzerngesellschaften zuständig ist, nicht ausreicht, sondern sogar contra legem, also gegen das Gesetz sei. Es gab dann noch so kleine Auswege, die aufgezeigt wurden, nämlich dass gesagt wurde, Konzerngesellschaften mit bis zu 249 Mitarbeitern, also man nannte sie mittelgroße Unternehmen, die dürften ihre Ressourcen teilen, jedenfalls was die Meldestelle und die Untersuchungsstelle angeht. Konzerngesellschaften, die mehr als 249 Mitarbeiter beschäftigen, brauchen aber laut EU-Kommission eine eigene Melde- und Untersuchungsstelle. Dann wurde noch die Möglichkeit aufgezeigt, dass man natürlich die Meldestelle auch an einen externen Dritten auslagern kann, beispielsweise eben den externen Ombudsmann. Das ist, wie gesagt, mit ziemlich viel Entsetzen und Kopfschütteln zur Kenntnis genommen worden, weil sich sehr viele große Konzerne plötzlich vor der Herausforderung sahen, dass sie ihre bestehenden Hinweisgebersysteme komplett neu aufstellen müssen, weil die typischerweise, ich sagte es eingangs, eben dezentral organisiert sind. Von daher war man sehr gespannt, wie sich der deutsche Referentenentwurf jetzt zu dieser Frage verhält. Ja, der Referentenentwurf sagt im Gesetzestext selbst erstmal nichts, geht dann aber in der Gesetzesbegründung darauf ein und sagt, es reicht aus, wenn eine zentrale Meldestelle im Konzern für den gesamten Konzern zuständig ist. Und das wird so begründet, dass man sagt, naja, es kann eine zentrale Meldestelle beispielsweise bei der Muttergesellschaft als Dritter in Anführungsstrichen angesehen werden, der für die Entgegennahme und Bearbeitung der Meldungen der anderen Konzerngesellschaften verantwortlich ist. Der
Entwurf unterscheidet in dieser Begründung nicht zwischen Gesellschaften mit mehr und weniger als 250 Mitarbeitern, sondern er sagt, das ist unterschiedslos für alle Konzerngesellschaften möglich. Der Referentenentwurf erwähnt die Stellungnahmen der EU-Kommission mit keinem Wort. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir damit? Wir haben die Aussagen der EU-Kommission, wir haben jetzt den Referentenentwurf. Die Frage ist, oder die Aussage zum heutigen Zeitpunkt ist, man weiß es nicht sicher. Es spricht erstmal einiges dafür, dass wenn die Regelung so, wie sie jetzt hier angekündigt ist, im Referentenentwurf auch tatsächlich Gesetz wird in Deutschland, dass man es als Unternehmen sanktionsfrei so umsetzen kann. Auf der anderen Seite spricht auch einiges dafür, dass die EU-Kommission das Ganze nicht auf sich sitzen lassen wird, wenn es denn zu dieser Umsetzung in Deutschland kommt. Und es ist durchaus damit zu rechnen, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland dann einleiten könnte und dass die Frage, wie Hinweisgebersysteme im Konzern zu organisieren sind, dann irgendwann mal vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Für Unternehmen, die international tätig sind, stellt sich zudem die Frage, was machen Sie, wenn jetzt in Deutschland diese Regelung in Kraft tritt, wie sie hier angekündigt ist, sprich eine zentrale Stelle reicht aus. Ich habe aber auch Gesellschaften in Frankreich, Italien, Österreich und anderen Ländern, wo es eine solche Ausnahme oder eine solche Regelung nicht gibt. Heißt es dann, dass ich in den anderen Ländern für jede Konzerngesellschaft nach der Vorgabe der Kommission ein eigenes Hinweisgebersystem einrichten muss? Also da sind viele Fragen noch offen, auch wenn es im ersten Blick jetzt mal nach einer Erleichterung aussieht. Aber es bleibt spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Thomas. Ja, wir kommen jetzt nochmal zum ganz zentralen Punkt des Hinweisgeberschutzgesetzes. Eigentlich jedes Hinweisgeberschutzgesetzes, nämlich die Frage zur Frage, wie, unter welchen Voraussetzungen wird der Hinweisgeber eigentlich geschützt. Das Schutzkonzept des Referentenentwurfs ist eigentlich das alte, wie schon im Referentenentwurf 2020 und auch in der Richtlinie. Es muss eine interne oder externe Meldung oder eine Offenlegung erfolgen, gemäß den formalen Erfordernissen des Gesetzes. Der jeweilige Hinweis muss entweder zutreffend sein oder der Hinweisgeber muss jedenfalls hinreichenden Grund zur Annahme gehabt haben, dass das, was er da beobachtet, einen Verstoß darstellen könnte. Und der Hinweisgeber müsse in gleichem Umfang auch zumindest einen begründeten Anlass haben, davon auszugehen, dass der Verstoß, den er da beobachtet, im Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes liegt. Das ist alles kompliziert formuliert und birgt dann natürlich auch erhebliches Potenzial zur falschen Interpretation. Deswegen darf an das Vorliegen eines hinreichenden Grundes keine besonders hohe Verdachtsdichte geknüpft werden. Es reicht aus, wenn hier zumindest nicht grob fahrlässig von einem Verstoß oder von der Anwendbarkeit des Hinweisgeberschutzgesetzes ausgegangen werden kann. Der Referentenentwurf irrlichtert etwas zwischen der Frage, was ist eigentlich guter Glaube, also jedenfalls nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Bei der Verifizierung, also bei der Frage, wie überprüft der Hinweisgeber seinen Anfangsverdacht, ob er tatsächlich zutrifft, da sind auch laut dem neuen Referentenentwurf keine hohen Anforderungen zu stellen. Es reicht da aus bei der Verifizierung, dass der Hinweisgeber jedenfalls nicht leichtfertig handelt. Wie sieht nun der Schutz des Hinweisgebers aus? Er wird jedenfalls nicht sanktioniert wegen der Beschaffung der Information.
Ausnahmen sind Verstöße gegen Belange der nationalen Sicherheit beispielsweise oder auch bei Berufsgeheimnissen wie bei Rechtsanwälten und Steuerberatern. Die Beschaffung als solche darf aber nicht selbst schon eine Straftat darstellen. Die Verletzung von vertraglichen Verschwiegenheitspflichten ist erlaubt, jedenfalls dann, wenn diese Verletzung einer Vertraulichkeitsverpflichtung zur Aufdeckung des Verstoßes unabdingbar ist. Eine Schadensersatzpflicht des Hinweisgebers entsteht nur bei vorsätzlich oder grob fahrlässig falscher Meldung. Und Sie alle kennen ja sicher schon die Erweiterung des Repressalienverbotes aus dem allgemeinen Arbeitsrecht hin zu einem generellen Repressalienverbot. Der Arbeitgeber darf dem Mitarbeiter, der einen Hinweis gibt, nicht benachteiligen. Er darf auch eine Benachteiligung nicht androhen. Und zur Erleichterung zum Schutz des Hinweisgebers gilt dann noch eine Beweislastumkehr. Nicht er hat zu beweisen, dass die repressive Maßnahme mit dem Hinweis zusammenhing, sondern der Arbeitgeber muss im Gegenteil nachweisen, dass die Maßnahme gegen den Hinweisgeber in keinem Zusammenhang mit dem Hinweis stand. Da gibt es aber nun nicht nur den Hinweisgeber, der schutzwürdig ist, sondern natürlich auch der Betroffene, insbesondere dann, wenn der Hinweis unrichtig war. Er hat einen Schadenersatzanspruch bei vorsätzlich und grob fahrlässig falscher Meldung gegen den Hinweisgeber. Seine eigenen Rechte darf er wahrnehmen, indem er Auskünfte geltend macht zum Hinweisgeber selbst und auch zu den Folgemaßnahmen. Wenn dies nach Abwägung der internen Meldestelle zu unzumutbaren Nachteilen für Hinweisgeber führt, ist die Meldestelle auch berechtigt, die Folgemaßnahmen nur als abstrakt dahingegen zu beschreiben, dass es welche gegeben hat, aber sie nicht im Einzelnen aufzuführen. Der Betroffene hat auch grundsätzlich einen Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO. Aber der wird natürlich eingeschränkt dadurch, dass auch der 15 DSGVO sagt, ein solcher Auskunftsanspruch muss nicht erfüllt werden, wenn ein Geheimhaltungsbedürfnis hinsichtlich der verlangten Informationen besteht. Kommen wir insgesamt noch einmal zu dem Verhältnis zwischen Hinweisgeberschutz und betroffenen Rechten unter der DSGVO. Es sind immer abzuwägen der Schutz der Identität des Hinweisgebers und die berechtigten Interessen des Betroffenen. Die Whistleblower-Richtlinie gibt selber dort keine Rangfolge vor, sondern verweist allgemein auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Vertraulichkeitsregeln der DSGVO. Und da gibt es dann eine besondere Neuerung des Referentenentwurfs. Der neue Referentenentwurf sagt nämlich, die Dokumentation ist nach 2 Jahren zu löschen, 11 Absatz 5. Die Dokumentation wird 2 Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Das ist schon mal deswegen interessant, weil der alte Referentenentwurf hingegen sagt, die Dokumentation wird gelöscht, sobald das Verfahren abgeschlossen worden ist. Und der Artikel 18 Absatz 1 der Hinweisgeberrichtlinie wiederum sagt, die Aufbewahrung von Meldungen darf nur so lange wie notwendig erfolgen. Aus unserer Sicht ist dieser Abschnitt des neuen Referentenentwurfs klar richtlinienwidrig. Und wegen Ermangelung einer Abwägung bei der Dauer der Aufbewahrung
ohne Rücksicht auf die Interessen der Betroffenen, unseres Erachtens auch richtlinienwidrig. Es wird spannend bleiben zu sehen, ob dieses Thema noch innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens angegangen und bereinigt wird. Ja, damit kommen wir schon zum Schluss mit Blick auf die Zeit, weil es viele Fragen gibt, von denen wir jedenfalls einige auch gerne noch beantworten möchten, würde ich mich hier kurz fassen. Ein paar Handlungsempfehlungen zum Schluss. Wir können nur empfehlen, für diejenigen, die nicht bereits begonnen haben mit der Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie bzw. des deutschen Gesetzes, wie es sich ankündigt, so ein Projekt mit der Implementierung eines Hinweisgebersystems, gerade in einem größeren Unternehmen, vielleicht mit Konzernstrukturen, braucht Zeit, bringt durchaus einiges an Aufwand mit sich und einiges an Fragen mit sich, die zu klären sind. Deswegen können wir nur empfehlen, fangen Sie frühzeitig damit an und warten Sie nicht bis 3 Tage vor Inkrafttreten der Verpflichtung. Wir haben nur mal hier ein paar Fragen aufgenommen, die zu klären sind. Beispielsweise die Einbindung des Betriebsrats, vorhin schon angesprochen. Die Frage, wie stelle ich das Hinweisgebersystem überhaupt auf? Stichwort Konzern. Für welche Unternehmen muss ich möglicherweise ein eigenes Hinweisgebersystem bzw. einen eigenen Meldekanal einrichten? Wer soll zuständig sein im Unternehmen oder gegebenenfalls als externer Beauftragter? Wie binde ich, gerade wenn es um die Aufklärung von eingegangenen Meldungen geht, andere Abteilungen mit ein? Und zwar so, dass das Need-to-Know-Prinzip und die Vertraulichkeitsverpflichtungen eingehalten werden können. Damit einhergehend die Frage von Zugriffsbeschränkungen auf das System, die Durchführung von regelmäßigen Schulungen für die Mitarbeiter, die für die Meldestellen und die Untersuchungseinheiten zuständig sein sollen und, und. Also stellen Sie sich eine Vielzahl von Fragen. Gleiches gilt, wenn Sie beabsichtigen, ein digitales Hinweisgeber-Tool wie Integrity Line von EQS einzusetzen. Auch wenn die Einrichtung grundsätzlich einfach ist und schnell geht, die Erfahrung zeigt, dass gerade dort, wo Sie komplexere Konzernstrukturen haben, schlichtweg die Ausarbeitung eines Berechtigungs- und Zugriffskonzepts Zeit kostet, intern. Auch da kann ich deswegen nur sagen, fangen Sie frühzeitig damit an. Insgesamt nochmal zum Fazit. Ja, Hinweisgebersysteme werden Pflicht. Alle Unternehmen mit mehr als 249 Mitarbeitern und ab nächstem Jahr im Dezember mehr als 50 Mitarbeitern müssen ein eigenes internes Hinweisgebersystem einrichten. Es reicht nicht aus, alleine auf die externen staatlichen Hinweisgebersysteme zu verweisen. Wie gesagt, frühzeitige Umsetzung sollte zwingend vorbereitet werden und Sie müssen die Verfahrensvorschriften im Einzelnen beachten. Es stellen sich sehr viele Fragen, von denen wir jetzt gerne noch einige beantworten. Ich darf nur an dieser Stelle gerne darauf verweisen, dass wir, Thomas Sonnberg und ich, bei rechtlichen Fragen gerne zur Verfügung stehen. Sprechen Sie uns an. Sie bekommen im Nachgang auch die Präsentation zur Verfügung gestellt. Da haben Sie unsere Kontaktdaten. Und wir freuen uns, wenn wir Sie unterstützen können. Damit würde ich an Herrn Hasewinkel übergeben für die Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Block. Vielen Dank, Herr Sonnenberg. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir hier bei knapp über 300 Teilnehmern mittlerweile 81 Fragen haben und das wird vermutlich sehr knapp in den nächsten 8 bis 9 Minuten. Daher habe ich versucht, mal einige Fragen herauszupicken, die gar nicht unbedingt bisher Bestandteil der gesehenen Folien waren, aber natürlich auch das Thema sehr stark mit einzahlen. Und zum Beispiel hat sich ein Themenblock so ein bisschen um das Thema Lieferkette auch nochmal gedreht. Und zwar war eine Frage, die Lieferkette wird hier nicht berücksichtigt, sondern wird dann durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz abgedeckt. Muss das Meldesystem nur für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden oder auch für Mitarbeiter von Lieferanten? Und da würde ich einfach nochmal Ihnen die Antwort übergeben, um da nochmal die Brücke zwischen diesen beiden ja dann doch sehr heißen Themen momentan zu schlagen. Ja, kann ich gerne übernehmen. Also,
Die Hinweisgeberrichtlinie sieht die Möglichkeit vor, das Hinweisgebersystem auch für Geschäftspartner, also Externe, zu öffnen. Und das wird da relevant an der Stelle, wo Unternehmen dem Anwendungsbereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes unterfallen werden. Sprich bei der kritischen Größenordnung von ab nächstem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3.000 Mitarbeitern und ich glaube ein Jahr später 2.000 Mitarbeitern. Das heißt, diese Unternehmen, die dort drunter fallen unter diese Größenordnung, müssen sich tatsächlich damit befassen, weil das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eine Verpflichtung vorsieht, einen Beschwerdekanal einzurichten über den Geschäftspartner oder überhaupt externe Beschwerden wegen möglichen Verstößen gegen das Gesetz ans Unternehmen richten können. Und an dieser Stelle bietet es sich an oder ist aus unserer Sicht, aus Compliance-Sicht auch sehr, sehr naheliegend, dass man das Hinweisgebersystem für solche Meldungen öffnet. Das kann ich tatsächlich auch aus der Praxis gerade bestätigen. Wir haben auf unserem Hinweisgebersystem Integrity Line und BKMS knapp 2.500 Organisationen aktuell, die die Systeme nutzen und natürlich etliche auch mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden und dann in 2 Jahren ja auch ab 1.000 Mitarbeitenden verpflichtend den Beschwerdemechanismus oder das Beschwerdeverfahren im Rahmen des Lieferkettengesetzes. Und da ist es schon ein üblicher Weg, das vorhandene System umzubauen und entsprechend dann im Backend in der Fallbearbeitung gegebenenfalls natürlich thematisch zu trennen, aber dafür gibt es ja Software. Genau, das war wirklich ein wichtiger Punkt, weil die Dinge momentan auch tatsächlich sehr verzahnt miteinander laufen auf der technischen Ebene und organisatorischen Ebene. Ich habe dann hier noch einen weiteren Punkt, den ich auch wirklich ganz interessant finde. Da geht es so ein bisschen um das Verhältnis der internen und der externen Meldestelle und dem Stärken des internen Meldekanals. Und jetzt ist die Frage, die Schaffung positiver Anreize zur Nutzung der internen Meldestelle ist im neuen Entwurf nicht mehr enthalten. Richtig? Fragezeichen. Da wäre mir auch Ihre Einschätzung einmal wichtig, wie Sie das sehen. Meine Meinung ist da sehr klar. Ja, in der Tat, vielleicht kann ich es übernehmen. In der Tat ist es eine Änderung gegenüber dem Referentenentwurf, auch gegenüber der Hinweisgeberrichtlinie, also gegenüber dem Referentenentwurf aus 2020, dass im neuen Referentenentwurf die Anforderung, auch interne Anreize zu setzen, nicht mehr enthalten ist. Wie können wir das interpretieren? Also die Richtlinie setzt nicht voraus oder verpflichtet nicht dazu, dass man in jedem Falle einen bestimmten internen Anreiz setzen muss, wie eine Prämie oder dergleichen, wie es in den USA teilweise der Fall ist. Hier wird eigentlich mehr der interne Anreiz dadurch gesetzt, dass die Bebußung der Nicht-Einrichtung eines Hinweisgebersystems nunmehr erfolgt. Der alte Referentenentwurf forderte zusätzliche Anreize zur Abgabe interner Meldungen und der neue verzichtet darauf, legt aber mehr Wert darauf, dass ein gesetzeskonformes Hinweisgebersystem eingerichtet wird, bebußt die Nicht-Einrichtung und hofft, dass die Einrichtung als solche schon die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivieren kann, eher intern als extern vorzugehen. Genau, vielen Dank. Unser Thema ist ja auch immer so bei digitalen Hinweisgebersystemen die Anonymität, weil wir argumentieren natürlich, dass vermutlich ausschließlich auf dem digitalen Weg wirklich die Anonymität hundertprozentig gewahrt werden kann. Und wenn wir über niederschwellige Angebote für den Hinweisgebenden sprechen, ist das Thema Anonymität, und das sagt wirklich auch jede Studie, die es dazu gibt, der Hauptanreiz und die Hauptbarriere, die abgebaut werden muss. Und daher
plädieren wir auch immer ganz stark dafür, dass man anonyme Hinweise entgegennehmen soll, den Mehrwert daraus zieht, das Ganze wertstiften sieht und jetzt nicht nur über Bußgelder und so weiter das argumentiert. Aber vielen Dank. Jetzt habe ich hier ein Thema, das wirklich sehr viele Fragen rund um die Besetzung der Meldestelle, Eignung des Meldestellenbeauftragten, kann ich extern dazu nehmen, ja, nein, wie muss das ausgestaltet sein? Wenn Sie da vielleicht nochmal ein, zwei Minuten drauf eingehen und Ihre Sicht der Dinge da nochmal teilen, das wäre auch nochmal schön. Kann ich gerne wieder übernehmen, ja. Also, es gibt im Prinzip beide Möglichkeiten. Unternehmen, die intern die Ressourcenkapazitäten haben, eine intern angesiedelte Meldestelle einzurichten, können das tun. Unternehmen, die sagen, aus welchen Gründen auch immer, sie möchten das Ganze gerne an einen externen vergeben, beispielsweise einen Rechtsanwalt oder sonst eine Vertrauensperson, die dann als Meldestelle für das Unternehmen fungiert. Beides ist nach dem Referentenentwurf und der Hinweisgeberrichtlinie möglich. Da gibt es gute Gründe, die für beide Lösungen sprechen. Wenn ich mich entscheide, eine interne Meldestelle einzurichten, muss ich mir gut überlegen, welche Personen dafür, welche Funktionen dafür typischerweise in Frage kommen und welche nicht. Die Richtlinie spricht davon, dass diese Person mit Blick auf die Aufgabe, die sie dann wahrnimmt als Meldestellenmitarbeiter oder Meldestellenbeauftragter, insoweit weisungsfrei und unabhängig sein soll. Sprich, um es mal an einem Beispiel festzumachen, man sollte möglicherweise nicht den Vertriebschef als Beauftragten der Meldestelle einsetzen. Zum einen, weil er eben eher nicht weisungsfrei ist, weil er aber vor allem auch einem ganz erheblichen Interessenkonflikt unterliegen kann, gerade oder je nachdem, welche Art der Meldung da eingeht. Also wenn ich mir vorstelle, es gibt irgendwelche Meldungen über potenzielle Korruptionspraktiken im Vertrieb, dann ist der Vertriebschef vielleicht nicht der geeignete, der unvoreingenommen möglichst neutral und weisungsfrei und frei von Interessenkonflikten diese Meldung bearbeitet. Was typischerweise empfohlen wird, sind Mitarbeiter der Rechtsabteilung, sind Mitarbeiter der Compliance-Abteilung. Es können auch Leute aus dem Controlling sein. Die Richtlinie sagt, es könnte auch beispielsweise der Finanzvorstand sein. Da bin ich persönlich ein bisschen zurückhaltend, weil ich glaube, dass die direkte Meldung an den Vorstand für den einen oder anderen Hinweisgeber möglicherweise nicht niederschwellig ist. Es gibt ja auch, Florian, Finanzvorstände, die schon verurteilt wurden. Ja, also da muss man schon sehr genau schauen, welchen Bezug das Ganze zur Finanzabteilung hat. Ja, Sexual Harassment ist wahrscheinlich nicht das Thema des Finanzvorstands, Korruption schon. Richtig. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das, was ich eben genannt habe, sind Ausgestaltungsmöglichkeiten. Man muss da wirklich genau gucken, wie ist man da im Unternehmen aufgestellt, welche Möglichkeiten bieten sich. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich an der Stelle jetzt die Q&A-Runde hier beenden. Ich habe auch gesehen, viele Teilnehmenden haben hier gefragt nach den Unterlagen. Die Kollegen haben uns hier grünes Licht gegeben, die Folien im Nachgang zu versenden. Sie erhalten von uns das Replay der Veranstaltung plus den Foliensatz nochmal per E-Mail. Die Fragen, die wir jetzt sonst noch von Ihnen erhalten haben, versuchen wir auch im Nachgang im Laufe der nächsten Tage im persönlichen Gespräch zu beantworten. Mittlerweile sind wir bei 88 Fragen, da sind jetzt noch einige über tatsächlich. Und zu guter Letzt würde ich gerne noch ein, zwei Sachen in eigener Sache mit Ihnen besprechen, und zwar oder Ihnen noch mal kurz mitgeben. Zum einen der Hinweis von dem Herrn Block am Anfang. Natürlich haben Sie jederzeit bei uns die Möglichkeit, sich unsere digitalen Hinweisgebersysteme Integrity Line und BKMS mal in einer persönlichen Demo anzuschauen. Kann man wunderbar benutzen zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes und des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Sie können hier in dem Tool den Book-a-Demo-Button drücken und können einen Termin ausmachen.
Oder Sie können natürlich auch gerne im Anschluss auf mich persönlich zukommen. Dauert, denke ich mal, so 60 Minuten, um da mal einen guten Einblick zu bekommen und jederzeit immer gerne. Des Weiteren habe ich jetzt hier mal eine Folie nochmal für Sie geteilt. Veranstalten wir im Juni und Juli eine Roadshow in insgesamt 7 deutschen Städten. Hier dreht sich auch nochmal alles um die Einführung eines wertstiftenden Hinweisgebersystems. Und wir geben Ihnen dann jeweils in so circa 3-stündigen Veranstaltungen mit ausgewählten Partnern, unter anderem auch die Kollegen hier in dieser Runde, jede Menge Tipps und Tricks, wie man da vorgeht am besten. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, Sie dann auch endlich mal wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf den Feedbackbogen, den erhalten Sie auch jetzt nochmal im Anschluss an die Veranstaltung. Geben Sie uns gerne Rückmeldungen, wie Ihnen dieses Format gefallen hat, was wir verbessern können. Brauchen wir immer sehr und ist immer sehr hilfreich. Daher gerne teilnehmen an dem Feedback. Und ja, vielen Dank, liebe Referenten. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Gäste. Wir hoffen, die letzte Stunde war für Sie guter Input und hoffentlich bis bald.